Okay, dann würde ich sagen, wir können loslegen. Es geht heute um eine der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt, meiner Meinung nach, im Coaching, genauso wie im privaten Leben, nämlich eine gute Selbst- und Menschenkenntnis. Und da ist die Psychografie, das ist ein Persönlichkeitsmodell für die, die das noch gar nicht kennen, da ist die Psychografie echt ein sehr unterstützendes Modell. Also mit der Psychografie kann man sich selber nochmal auf eine ganz neue Art kennenlernen und reflektieren und aber genauso im Umgang mit anderen Menschen, also im Coaching oder in Konflikten zum Beispiel, ist die Psychografie sehr unterstützend. Also für mich ist sie eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich sie euch heute vorstellen kann. Und genau, mein Name ist Caroline Forster, für die, die mich noch nicht kennen. Ich glaube, das sind heute sogar die meisten. Ich bin Trainerin am Landsiedelstandort Berlin, hier bei Ralf Stumpf Seminare. Und mit der Psychografie beschäftige ich mich jetzt mittlerweile sehr intensiv, seit über 2 Jahren ungefähr. Auch einfach, weil mich das Modell sehr fasziniert hat und auch immer noch fasziniert. Und ich habe jetzt mittlerweile über 10 Seminare auch zu der Psychografie hier in Berlin gegeben und habe es sehr intensiv auch mit NLP-Inhalten verknüpft, also die Psychografie mit NLP-Inhalten. Da sage ich auch am Ende noch mal was dazu. Das Sehen funktioniert noch nicht, lese ich hier. Also ihr müsstet theoretisch meinen Bildschirm sehen, meine Maus und ein kleines Video von mir in der Ecke. Das passt, oder? Noch einmal bitte ganz kurz Feedback. Super, vielen Dank. Gut, was haben wir heute vor? Also da ich mal davon ausgehe, dass einige dabei sind, für die Psychografie noch neu ist, ich gehe nochmal von null los und gebe eine Einführung in die Psychografie. Da gehe ich im Detail auch nochmal auf die 3 Persönlichkeitstypen ein, insbesondere auf die Stärken dieser 3 Typen. Dann kommen wir zu den typischen Problemen und Fallen, in die wir immer wieder tappen und natürlich, wie man da auch wieder rauskommt. Und danach komme ich auf die persönliche Entwicklung der 3 Typen, weil das ist das, was das Modell für mich besonders macht. Persönlichkeitsmodelle gibt es ja wirklich viele, also ich lerne auch immer wieder neue kennen und ich hatte auch immer schon ein Faible für Persönlichkeitsmodelle, auch bevor ich die Psychografie kennengelernt habe. Aber die Psychografie hat für mich eine Besonderheit, die sie zu meinem Lieblingsmodell macht, in dem Sinne. Und das ist, dass sie ein dynamisches Modell ist. Also es sind nicht 3 Typen sowie 3 Schubladen, sondern in diesem Modell ist Veränderung beschreibbar. Persönliche Weiterentwicklung, Weiterentwicklung in jeglicher Form kann man in diesem Modell abbilden und beschreiben. Und daraus entstehen ganz viele, ganz viele tolle Sachen, auf die wir heute jetzt hier eingehen werden. So, dann geht es auch schon weiter hier. Es funktioniert. So, also die Psychografie nach Dietmar Friedmann. Moment, ich muss mir hier nochmal den Chat nebenher öffnen, damit ich es auch sehe. Wunderbar. Also derjenige, der das Modell zum ersten Mal beschrieben hat in den 90ern, der nennt sich Dietmar Friedmann. Und der Dietmar Friedmann hat aufbauend auf diesem Modell auch nochmal eine eigene Coaching-Methode entwickelt. Er hat das Modell noch weiter verfeinert und auch noch mit dem Enneagramm verbunden, das ist nochmal ein anderes Persönlichkeitsmodell. Das heißt, er hat da noch sehr viel draufgesetzt. Das, was ich euch heute vorstelle, ist sozusagen die Grundversion, die Basisversion, könnte man sagen, mit der man auch einfach am besten arbeiten kann. An dieser Stelle im Seminar, in der Bildungswoche, lade ich die Leute auch immer dazu ein, erstmal noch ein Brainstorming zu machen, bevor ich das Modell vorstelle. Hier jetzt im Online-Seminar werde ich dafür keine Pause machen. Wenn ihr aber Lust habt und ein Blatt Papier und Stift auch zur Hand habt, könnt ihr das gerne nebenher jetzt machen. Und zwar, dass ihr einfach mal eine Liste schreibt zu euren persönlichen Stärken. Also das, was ihr als eure Stärken, eure Kompetenzen ansehen, was ihr gut könnt, was ihr gerne macht, ja, worin ihr gut seid. Und da gebe ich euch dann, nachdem ich euch die Psychografie vorgestellt habe, eine Anregung, wie man das mit der Psychografie auswerten kann. Das heißt, wer Lust hat, kann das nebenher gerne machen. Also, ihr seht schon, es sind 3 Bereiche, die hier abgebildet sind.
der Bereich von Beziehungen, da geht es um Einfühlung, Emotionen, Menschen, Empathie, also die sozialen Kompetenzen, könnte man sagen. Der zweite Bereich ist die Erkenntnis, da geht es ums Denken, Analysieren, Wissen, Sachen von verschiedenen Seiten beleuchten, die kognitiven Kompetenzen. Der dritte Bereich ist Handlungen, Power, Energie, Loslegen, Umsetzen, Motivation. Ich habe es hier die motivationalen Kompetenzen genannt. Man könnte vielleicht auch praktische Kompetenzen sagen. Das sind die drei Bereiche der Psychografie. Die sind nicht von Friedman. Das ist im Endeffekt ein ganz archetypisches Modell, was es schon seit Jahrtausenden gibt. Man kennt es auch aus der Umgangssprache. Herz, Hirn und Hand. Ich schätze mal, das ist jedem von euch geläufig. Diese Dreiteilung wurde auch in anderen Modellen aufgegriffen. Wer von euch zum Beispiel die Transaktionsanalyse kennt von Eric Byrne, für den Fall, dass da jemand dabei ist, da ist hier das Kind-Ich, hier das Erwachsenen-Ich, und hier das Eltern-Ich. Das heißt, diese Dreiteilung, die ist nicht direkt von Friedman. Und auch die Idee, dass jeder von uns in einem dieser drei Bereiche besser ist als in den anderen zwei. Die Idee ist auch nicht von Friedman, die kennt man auch. Herzmenschen, Kopfmenschen, Menschen der Tat. Das heißt, die Idee ist nicht von Friedman, aber er greift sie auf. Und bei ihm heißen sie der Beziehungstyp, der Erkenntnistyp und der Handlungstyp. Und um jetzt gleich Missverständnisse auszuräumen, natürlich haben wir Fähigkeiten in allen drei Bereichen. Sonst wären wir gar nicht überlebensfähig. Also jeder von uns kann irgendwie mit Menschen, jeder von uns denkt auch ab und zu mal nach wahrscheinlich und jeder von uns tut auch ab und zu mal was. Das heißt, natürlich haben wir Fähigkeiten in allen drei Bereichen, aber einer dieser drei Bereiche, in dem sind wir am besten, der leuchtet einfach nach außen hindurch. Das ist das, was andere anderen schätzen. Und die spannende Sache daran ist, wir selber sehen oft diesen Bereich an uns gar nicht. Weil das sind Eigenschaften und Fähigkeiten, über die müssen wir gar nicht groß nachdenken. Also das ist für uns selber nichts Besonderes, aber das sind unsere Stärken. Ja, und diesen Bereich, den gilt es herauszufinden und da ist die Psychografie eine sehr große Unterstützung. So. Jetzt kommen wir zu der Besonderheit von diesem Modell. Das ist dieser Pfeil hier. Friedman nennt sie die Entwicklungslinie. Ja, weil Friedman hat was beobachtet, was, wenn man es zum ersten Mal hört, echt erstaunlich ist. Ich versuche es auch immer wieder zu widerlegen, aber irgendwie trifft es einfach unglaublich zu. Wir Menschen entwickeln uns in dieser Richtung weiter. Das Spiel des Lebens setzt uns sozusagen auf eins dieser drei Felder. Da sind wir von Natur aus einfach gut. Und dann zieht es uns in dieser Reihenfolge, in den folgenden Bereich. Und dieser zweite Bereich, der wird Entwicklungsbereich genannt in diesem Modell, der spielt oft das Leben lang die größte Rolle. Das heißt, der Beziehungstyp, den zieht es in den Bereich Erkenntnis, den Erkenntnistyp, den zieht es in den Bereich Handlung und den Handlungstyp, den zieht es in den Bereich Beziehung. Das ist jetzt erstmal sehr theoretisch, oder? Ich erkläre euch das jetzt für jeden Typen einzeln, wie das aussieht. Ich fange mal beim Beziehungstyp einfach an. Der Beziehungstyp, das ist der, der kann gut mit Menschen. Der kann vor allem, in Worten von NLP, sehr gut den Positionswechsel machen. Also sich in den anderen hineinversetzen, sich einfühlen, Empathie, Verständnis, Rücksicht. Und die Beziehungstypen, die strahlen auch oft so eine gewisse freundliche Art aus, so eine warme, weiche Beziehungstypart. Und die Beziehungstypen, die zieht es in ihren Entwicklungsbereich und das ist die Erkenntnis. Und das kann sich verschieden äußern, zum Beispiel auch durch ein Interesse einfach an Themen aus diesem Bereich. Zum Beispiel an wissenschaftlichen Themen, an gesellschaftlichen Themen oder auch an philosophischen Themen. Meine Maus ist verschwunden. Ah, ne, hier ist sie.
Das heißt, die Beziehungstypen, die sind fasziniert von diesem Bereich. Was ich jetzt auch sehr oft beobachtet habe, ist, dass Beziehungstypen sehr oft in diesem Bereich studiert haben. Inklusive mir zum Beispiel. Ich bin Beziehungstyp und ich habe Maschinenbau studiert und auch in diesem Bereich gearbeitet, einfach weil mich dieser Bereich sehr interessiert und sehr fasziniert hat. Das Spannende an der Geschichte, die geht noch weiter natürlich, ist, dass ich dann mit der Psychografie im Endeffekt im Nachhinein festgestellt habe, was mir am meisten gefehlt hat, nämlich, Überraschung, mein eigener Bereich, die Arbeit mit Menschen, der Kontakt mit Menschen. Jetzt mit NLP habe ich das für mich perfekt kombiniert. NLP liegt ganz stark auch hier. Und ich habe aber die Arbeit, den Kontakt mit Menschen habe ich dabei. Eine Freundin von mir, Beziehungstyp, hat zum Beispiel hier Literaturwissenschaften studiert, dann kenne ich einen, der hat Physik studiert. Also das erlebe ich doch echt immer wieder oft, dass Beziehungstypen hier studiert haben oder auch einfach sich gerne Wissen aneignen in diesem Bereich dazu lesen. Gut, dann Erkenntnistyp. Da erzähle ich sehr gerne die Geschichte von einem guten Freund von mir, der ist Erkenntnistyp. Erkenntnistypen, die zieht es in den Bereich der Handlung. Das ist deren ihrer Entwicklungsbereich. Und dieser Erkenntnistyp-Freund von mir, wenn ich den treffe, was der mir erzählt, ist erstmal hauptsächlich Sachen aus diesem Bereich, aus dem Handlungsbereich. Meine Maus verschwindet immer wieder. Der erzählt mir von seinem Job, von seinen Projekten, von seinen Erfolgen oder auch von seinen Abenteuern im Kletterurlaub. Das heißt, er berichtet mir hauptsächlich hier im Handlungsbereich. Ich muss auch immer ein bisschen schmunzeln, weil ich dieses Modell ja kenne. Und der gleiche Erkenntnistyp, von dem ich gerade erzählt habe, den habe ich auch mal was Spannendes gefragt. Den habe ich gefragt, was würdest du dir wünschen, dass andere Menschen mal über dich sagen? Und ich liebe dieses Beispiel, weil es ist perfekt psychografisch. Er hat mir geantwortet, dass er ein Macher ist, auf seinen Job bezogen und auch ein ganz guter Kerl. Und es ist ein perfektes Beispiel dafür, dass er die zwei anderen Bereiche im Fokus hat und seinen eigenen, in dem seine großen Stärken liegen, den hat er gar nicht so auf dem Schirm. Und das ist nämlich sehr wichtig, da hilft einem die Psychografie, dass man diesen Bereich wirklich auch bewusst hat. Weil da liegen die großen Stärken, das ist das, was andere an uns schätzen. Also der Kenntnistyp, der ist hier richtig fit, denken, analysieren, Muster erkennen. Der Friedmann zum Beispiel, der dieses Modell entwickelt hat, der ist auch Erkenntnistyp. Oder auch Themen von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Oder die wissen auch einfach echt viel. Den kann man irgendwie jede Frage stellen und sie haben eine interessante Antwort. Und die zieht es in den Bereich der Handlung. Also die wollen nicht nur beim Nachdenken und Ausarbeiten bleiben, sondern ihnen ist es sehr wichtig, hier loszulegen, zu gestalten, zu organisieren, zu machen. Das ist denen ihr Entwicklungsbereich. Die Metapher aus eurem Newsletter ist toll dazu. Oh Sanja, wenn du das schreibst, dann erzähle ich dir jetzt auch noch. Also die Metapher, die Sanja gerade meint, ist, ich habe da versucht, das zu beschreiben mit Affe, Adler und Delfin. Und der Affe kann gut klettern und der Delfin kann gut schwimmen. Und natürlich wird dem Delfin irgendwann langweilig mit dem Schwimmen, deswegen will er sich natürlich weiterentwickeln und was Neues lernen. Das heißt, er nimmt Kletterunterricht beim Affe. Schafft es mit viel Mühe und viel Training dann vielleicht sogar auf den ersten Ast und ist ganz stolz. Und wenn du jetzt den Delfin nach seinen Stärken fragst, naja, dann wird er dir sehr wahrscheinlich von seinen Erfolgen beim Kletterunterricht erzählen und nicht vom Schwimmen, was für ihn selbstverständlich ist. Und genau dieses Beispiel kann man auch übertragen auf uns. Die Sachen, die für uns selbstverständlich sind, über die wir gar nicht nachdenken, das sind oft unsere großen Stärken, die wir nicht bewusst haben. Danke, Sanja, für die Erinnerung. So, ups. Eine Frage eigentlich. Meine Maus sieht man, oder? Weil die verschwindet hier bei mir immer wieder. Ja, okay. Gut, dann mache ich einfach weiter. Jetzt fehlt nämlich noch der Handlungstyp. Auch ein super Typ. Ja, was mir an dem am meisten immer auffällt, ist einfach die Energie, die die haben. Also die kriegen so viel geschafft, da bin ich auch manchmal echt beeindruckt, muss ich sagen.
Die haben kein Problem damit, einfach loszulegen, zu machen, anzufangen, zu gestalten. Und die haben auch oft eine sehr mitreißende und motivierende Art, muss ich sagen. Also wenn meine Handlungstyp-Freundin zu Besuch ist, dann unternehmen wir so viel, wie ich alleine mich alleine niemals machen würde. Also die reißt mich da auch mit ihrer Energie. Und Handlungstypen, das sind auch die, die ja, sehr gerne mit so einer positiven und guter Laune, positiven Art und guter Laune auf Menschen zugehen. Unter anderem auch, weil das denen besonders wichtig ist. Also der Entwicklungsbereich der Handlungstypen ist der Beziehungsbereich. Denen ist Verbindung mit Menschen sehr wichtig. Also Familie auch, Freunde, Partner. Und dazu gehört auch der Umgang miteinander. Also Freundlichkeit, Herzlichkeit, respektvoller Umgang. Das steht bei denen ganz, ganz oben. Ich habe eine Handlungstyp-Freundin, mit der habe ich ganz viel Zeit in Spanien verbracht. Und wer schon mal in Spanien war, der kennt vielleicht diese etwas andere Herzlichkeit dort. Also mehr Körperkontakt, Küsschen, Küsschen. Also eine andere Offenheit. Und für sie als Handlungstyp war diese Herzlichkeit einfach umwerfend. Also die hatte schon fast vor, auszuwandern und dort zu bleiben. Und für mich als Beziehungstyp war das zwar natürlich auch schön, aber für sie als Handlungstyp hat es einen viel höheren Stellenwert. Das fand ich sehr spannend zu beobachten. Ein Handlungstyp hier. Ah, okay. Noch ein weiteres Beispiel, was ich sehr gerne nehme, vor allem hier im NLP-Kontext. Da kennen ihn die meisten, wenn auch mit unterschiedlichen Gefühlen. Also ein perfektes Handlungstyp-Beispiel ist Tony Robbins. Der strotzt ja nur so vor Handlungsenergie. Also ich glaube, das kann jedem einleuchten, was damit gemeint ist. Ja, auch viele dieser Trainer, die irgendwie so Power-Seminare und Chakra-Seminare geben, sind Handlungstypen, weil die einfach so mitreißen mit ihrer Handlungsenergie. Und ich muss sagen, ich mag Tony Robbins auch als Beispiel für die Psychografie, weil da wird auch nochmal klar, dass wir natürlich Fähigkeiten in allen drei Bereichen haben. Weil vor allem Tony Robbins, wenn man mal seinen Film gesehen hat, da habe selbst ich feuchte Augen bekommen, weil es emotional sehr berührend ist. Und Erkenntnis, Wissen hat der Mann auf jeden Fall unglaublich viel und das ist bestimmt einer der kompetentesten NLPler überhaupt. Das heißt, keine Frage, der ist fit in allen drei Bereichen. Aber was durchleuchtet, das ist wirklich hier sein eigener Bereich. Dafür schätzen und lieben ihn die Leute. Und so ist es bei uns, bei allen drei Typen. Also wir können alles, wir haben Fähigkeiten in allen drei Bereichen, aber es gibt diesen einen Bereich, der nach außen hindurch leuchtet, wo unsere großen Stärken liegen und der uns selber oft gar nicht auffällt. Und den gilt es natürlich herauszufinden. So, jetzt bin ich erstmal, I'm not your guru. Ja genau, den Film habe ich gemeint. So, jetzt bin ich erstmal durch mit den drei Typen. Ich verstaufe auch mal kurz und schaue mal in die Fragen. Falls ihr bis hierhin Fragen habt, mache ich jetzt mal eine ganz kurze Pause. So, ich habe jetzt hier schon Fragen und Antworten. Ich glaube, ihr könnt die gar nicht sehen. Wenn die sehr spezifisch sind, dann bleibt einfach bis zum Ende dran. Dann schreibe ich oder antworte ich auch nochmal auf die detaillierten Fragen. Dann muss ich da nicht für alle jetzt drauf eingehen. Okay, so, dann mache ich mal weiter. Für die, die eine Liste geschrieben haben mit ihren Stärken, die ich am Anfang erwähnt habe, die können jetzt einfach mal, oder ihr könnt es natürlich auch gerne jetzt heute Abend noch oder die nächsten Tage machen, es einfach mal aufschreiben und dann könnt ihr mal schauen, ob ihr die Sachen, die ihr aufgeschrieben habt, diesen drei Bereichen zuordnen könnt. Also Begriff für Begriff natürlich. Es geht nicht mit allem, sage ich schon im Voraus. Humor zum Beispiel. Wenn ihr das irgendeinem Bereich zuordnen wollt, das macht keinen Sinn, weil Humor gibt es auf jeden Fall in allen drei Bereichen. Aber viele Sachen
kann man diesen drei Bereichen zuordnen. Es ist noch kein Testergebnis, welcher Typ ihr seid, da komme ich gleich noch drauf, aber es ist schon mal ein erster Hinweis. Das machen wir im Seminar meist sehr ausführlich, aber ihr könnt es jetzt auch einfach mal für euch selber probieren, ob ihr die Sachen zuordnen könnt. Da gebe ich euch nämlich jetzt auch gleich noch eine Hilfestellung, weil ich gehe jetzt noch ein bisschen näher auf die Stärken dieser drei Typen ein. Das ist die nächste Folie. So. So, hier wird nämlich nochmal klar, was eigentlich in diese drei Bereiche alles reingehört. Friedmann hat nämlich verschiedene Triaden diesen drei Bereichen zugeordnet. Das ist einmal das, was wir schon hatten, fühlen, denken, handeln, aber auch die Zeitorientierung, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft. Und die Position, die Wahrnehmungsposition, du, ich, wir. Was es genau bedeutet, gehe ich jetzt noch drauf ein. Also fühlen, du, das ist das, was wir vorhin hatten, sich in den anderen hineinversetzen, einfühlen, Empathie. Und Gegenwart, das bedeutet, dass Beziehungstypen die sind, die sich oft am leichtesten einfach mal in der Gegenwart fallen lassen können. Die können den Moment genießen, einfach mal da sein und sich treiben lassen. Da sind die Beziehungstypen-Spezialisten drin. Oder Spontanität, Flexibilität, das ist Beziehungsbereich. Die können aber auch nicht planen. Schwer, also Beziehungstypen, weil jetzt aus eigener Erfahrung würde ich sagen, die halten sich das gerne lange offen und planen nicht so gerne im Voraus, weil nach Gefühl entscheiden, was man macht, ist angenehmer. Also von der Tendenz her würde ich sagen, ja. Hier, denken, ich, Vergangenheit, Erkenntnisbereich. Ich finde ich ganz schön, wie es Friedmann formuliert. Er formuliert es als ein in sich zentriert sein. Also den Erkenntnistypen, den ist auch manchmal einfach nicht so wichtig, was die anderen von ihm denken. So wie Beziehungstyp und Handlungstyp, denen ist das oft wichtiger. Und Vergangenheit, also Erkenntnistypen haben die Vergangenheit im Blick, im Sinne auch von aus der Vergangenheit lernen. Das ist auch eine Stärke hier aus dem Erkenntnisbereich. Und handeln wir Zukunft, Handlungsbereich. Da finde ich, dass wir auch sehr schön zu beobachten manchmal. Da hatte ich jetzt in den letzten zwei Seminaren, schon über einen längeren Zeitraum, da hatte ich zweimal einen Handlungstyp Frau drin und die hat dann am letzten Tag organisiert, dass wir alle zusammen Mittagessen gehen. Dass wir alle zusammen was machen, gemeinsam. Das ist eine super schöne Handlungstypstärke, finde ich. Meine Mutter war oder ist zum Beispiel auch Handlungstyp. Und der war das auch sehr wichtig, dass wir alle zusammen was unternehmen. Und das ist auch eine super schöne Eigenschaft. Das hat in dem Fall auch die Familie sehr zusammengehalten. Also hier Handlungstyp. Zukunft ist so dieses nach vorne schauen, nach vorne gehen, positiv Ziele setzen und erreichen. Handlungstypqualität. Hier beim Handlungstyp, da ist auch Durchsetzungsvermögen zum Beispiel, Mut, Führungsstärke, das liegt auch in diesem Bereich hier. So, jetzt muss ich mal wieder den Chat öffnen. Kenne ich. So, jetzt sind wir durch mit den Stärken der drei Typen. Hier habe ich noch eine Frage. Die Präsentation bekommt ihr im Nachgang. Das weiß ich noch nicht. Ich hoffe, die Aufzeichnung klappt gerade. Ich gucke noch mal kurz nach. Aber ich glaube, sie läuft, genau. Und eventuell, entweder ich schneide was zusammen oder ich gucke mal, wie ich das hinkriege. Aber da sollte was draus entstehen. Genau, für die, die die Liste noch geschrieben haben, fällt mir gerade ein. Also, wenn ihr jetzt sehr viel aus einem Bereich aufgeschrieben habt als eure Stärken, dann heißt es noch nicht, dass ihr dieser Typ seid. Das ist nämlich die Krux an der Sache. Mit auch dem Unterschied von Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Weil man tendiert auch sehr dazu, sich mit dem Typ des Entwicklungsbereichs zu verwechseln. Also jetzt mach's mal ein Beispiel vom Erkenntnistypen.
Der verwechselt sich sehr gerne mit dem Handlungstypen, weil da sein Fokus liegt. Das heißt, wenn ihr so eine Liste schreibt und auswertet, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr viel im Persönlichkeitsbereich, also beim Erkenntnistypen jetzt hier, und viel im Entwicklungsbereich aufschreibt. Das heißt, wenn ihr in zwei Bereichen viel habt, dann ist der erste Bereich wahrscheinlicher. Also wenn ihr jetzt irgendwie eine Idee habt, welcher Typ ihr seid, reflektiert einfach nochmal, was ist mit dem davorliegenden Typ. Kann es sein, dass ihr euch mit eurem Entwicklungsbereich verwechselt? Das ist ganz wichtig. Da gehe ich jetzt auch nochmal weiter drauf ein hier. So, der Entwicklungsbereich, das ist im Endeffekt das Spannendste an diesem Modell überhaupt. Wie ich auch jetzt vorhin an dem Beispiel schon erzählt hatte, daran erkennt man die Typen auch oder sich selber sehr gut. Dieser Erkenntnistyp-Freund von mir, wenn ich mich mit dem treffe, erzählt er ganz viel hier aus diesem Bereich. Und das ist nicht nur bei dem so, das fällt mir auch bei den anderen Typen auf. Also Handlungstypen berichten sehr gerne hier aus dem Beziehungsbereich. Und Beziehungstypen, kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen, berichten sehr gerne von ihren neuen Erkenntnissen, von ihren Gedanken, von ihren Themen, die sie gerade faszinieren. Also dieser Entwicklungsbereich, der leuchtet auch durch. Moment, hier blinkt es mit Chat und Fragen. Mathematik studiert. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal weiter und dann mache ich Pause für die Fragen, sonst komme ich hier durcheinander. So, der Fokus auf den Entwicklungsbereich, da habe ich jetzt noch eine praktische Idee, wie man den testen kann, also wie ihr herausfinden könnt, welcher Typ ihr seid oder jemand anders. Das geht über Komplimente und Beleidigungen. Also über die Idee, in welchem Bereich freut ihr euch am meisten über positive Bestärkung, positives Feedback? Und in welchem Bereich kann man euch am besten treffen? Wo liegen eure wunden Punkte? Zu dem Thema hat Ralf im letzten Psychografie-Webinar, glaube ich, relativ ausführlich was gemacht. Deswegen gehe ich jetzt nur noch mal so überblickmäßig darauf ein. Ich kann es aber nicht weglassen, weil es ist eine essentielle Sache, dieser Entwicklungsbereich. Und daran erkennt man oft, welcher Typ man ist und kann das auch bei anderen testen. Also der Beziehungstyp, der freut sich sehr, wenn man sein Wissen anerkennt, wenn man ihn lobt für seine durchdachte Vorbereitung oder auch einfach zum Beispiel, wenn man seine Meinung schätzt zu einem bestimmten Thema, wenn man ihn da ernst nimmt und wirklich sein Wissen und seine Meinung schätzt. Da freut sich der Beziehungstyp riesig. Der Erkenntnistyp, der freut sich hier, wenn man den Erkenntnistyp, man sieht, wie tüchtig er ist, wenn man irgendwie echt sieht, dass der was auf die Reihe kriegt und was geschafft hat und erfolgreich ist und mutig, da freut sich der Erkenntnistyp sehr drüber, wenn man das bestätigt. Und der Handlungstyp, ja, der freut sich am meisten, wenn man seine warme und weiche, freundliche Beziehungstypseite in ihm sieht. Das heißt, der Entwicklungsbereich, da freuen wir uns am meisten über positives Feedback. Natürlich, ich schätze mal, die meisten freuen sich immer, wenn sie ein Kompliment bekommen. Wobei, da kann man jetzt auch wieder differenzieren, nicht immer. Aber da gehe ich jetzt mal nicht in die Tiefe. Aber am meisten freut man sich im Entwicklungsbereich. Und die fiese Variante, aber die fast noch spannendere, sind die wunden Punkte. Auch für sich selber einfach festzustellen, wo die eigenen wunden Punkte liegen und wieso die da sind. Und aber auch bei anderen, wenn man sie treffen will oder wenn man es vermeiden will natürlich. Da hatte ich jetzt im letzten Seminar eine Beziehungstypfrau und die war kurz davor, ihre ersten Seminare zu halten an der Uni. Und ihre allergrößte Angst war es, dass sie auf eine Frage keine Antwort wissen wird. Also, dass sie irgendwie auf eine Antwort nicht genug Wissen hat, nicht kompetent genug ist. Und mit dieser Angst ist sie einfach nicht alleine, weil das geht ganz vielen Beziehungstypen so. Also Beziehungstypen begleitet oft so eine Angst, irgendwie nicht genug zu wissen, nicht kompetent genug zu sein. Und da kann man sie dann natürlich treffen und erwischen. Da kann man sie pieksen. Den Erkenntnistyp, den kann man hier im Handlungsbereich treffen. Da hatte ich jetzt auch gerade ein interessantes Gespräch letztens mit einem Erkenntnistyp-Freund, der das Modell auch sehr gut kennt. Und der hat mir gesagt, mich angerufen und hat mir erzählt, so,
Er hat das gemacht und das gemacht und das erledigt und auch noch den Text geschrieben und fertig gemacht. Und jetzt sitzt er zu Hause und hat das Gefühl, er hat überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt. Das heißt, den Erkenntnistypen, den begleitet irgendwie immer dieses Gefühl, nichts auf die Reihe zu kriegen, nichts geschafft zu kriegen. Obwohl er in dem Beispiel jetzt sogar was geschafft hat. Das heißt hier, weil er selber da so unsicher ist, da kann man ihn besonders treffen, da liegen seine wunden Punkte. Und das Lustige ist, das teste ich im Seminar immer ganz gerne, wenn ein Handlungstyp dabei ist, dann frage ich den Handlungstyp, ja, wie ist es denn bei dir, wenn man dir sagt, du wärst faul oder kriegst nichts auf die Reihe, wie findest du das? Und dann fangen die mal an zu lachen, weil für die ist das ein Witz, die nehmen das nicht ernst, die wissen einfach, dass es nicht stimmt. Den Erkenntnistypen kann man damit sehr treffen. Die Handlungstypen, die kann man aber auch treffen, nämlich hier in ihrem Entwicklungsbereich, im Bereich Beziehung. Ja, die Handlungstypfreundin, von der ich jetzt schon öfter erzählt habe, die hat mir da mal eine interessante Geschichte erzählt, nämlich von ihrem Ex-Freund. Und der hatte sie im Streit als die kaltherzigste Person, die er je kennengelernt hat, bezeichnet. Und das Ganze lag schon 3 oder 4 Jahre zurück, die Story, also schon ewig her. Aber sie als Handlungstyp hatte das so sehr getroffen, dass sie das immer noch wusste. Also ich glaube, das hört niemand gerne. Aber wenn man zum Beispiel mir als Beziehungstyp hier sagen würde, ich wäre kaltherzig oder gefühllos, das wäre nicht schön, aber das hätte ich wieder vergessen nach ein paar Tagen, weil ich einfach weiß, dass es nicht stimmt. Da bin ich mir sicher, dafür in meinem Bereich, da kann man mich nicht treffen. Das heißt, wenn ihr herausfinden wollt, welcher Typ ihr vielleicht seid, überlegt einfach mal, wo sind eure wunden Punkte? Wo haben euch Leute wirklich mal verletzt? Weil das ist dann oft der Entwicklungsbereich. Und von dem Entwicklungsbereich könnt ihr dann zurückschließen auf den eigenen Bereich. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz hier die Begriffe durch. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Also am Beispiel Beziehungstyp wäre Beziehung der Persönlichkeitsbereich. Und Erkenntnis der Entwicklungsbereich. Also immer der zweite Bereich ist der Entwicklungsbereich. Ja, und wenn ihr jemandem anderen was Böses wollt, wisst ihr jetzt auch, wo ihr ihn treffen könnt. So, jetzt gucke ich nochmal kurz auf die Fragen und in den Chat, wenn es da etwas von euch gibt. Hier ist die Frage nach dem Zielbereich. Ja, du formulierst es super. Das Ziel, wenn man es als Ziel formulieren will, ist eigentlich wirklich Balance in den 3 Bereichen zu bekommen. Also der Zielbereich, der spielt bei den Typen natürlich auch irgendwann eine Rolle, nicht nur der Entwicklungsbereich. Friedmann schreibt so ab dem 20. Lebensjahr kommt auch irgendwann der Zielbereich so in den Fokus. Und da geht's, er schreibt, dass der Zielbereich am Anfang des Lebens oft fremdbestimmt ist. Das heißt, hier zum Beispiel der Beziehungstyp, der macht halt so, was man so macht. Der Handlungstyp, der denkt halt so, was man so denkt, konventionell. Der Erkenntnistyp verhält sich angepasst in Beziehungen. Das ist das, was Friedmann schreibt, und da geht es dann darum, diese Fremdbestimmung sozusagen aufzulösen und das den Bereich in die eigene Hand zu nehmen. Das ist mit dem Zielbereich spannend. Wobei ich finde den Entwicklungsbereich einfach nach wie vor das Entscheidende hier in diesem Modell. Und natürlich, wenn man jetzt so das Leben sieht, geht es natürlich darum, dass man immer wieder durch diese 3 Bereiche durchgeht, sich weiterentwickelt, Fähigkeiten dazu entwickelt und dann irgendwann ist auch oft bei Menschen, die sich viel mit persönlicher Entwicklung beschäftigt haben oder auch einfach viel Lebenserfahrung gesammelt haben, da ist es gar nicht mehr so leicht zu erkennen, welcher Typ ist das jetzt eigentlich, weil er schon so oft hier darum gegangen ist und sich weiterentwickelt hat. Am besten in jungen Jahren, in der Jugend, da kommt der Grundtyp noch am ehesten zum Vorschein. So, dann habe ich hier auch noch ein paar Fragen.
Genau, hier kommt nochmal der Zielbereich vor. Genau, für den Beziehungstyp ist der Handlungsbereich der Zielbereich. Also ich kann ja hier noch eine Geschichte dazu erzählen. Also es ist auch wichtig, diese Reihenfolge hier. Also wenn der Beziehungstyp in die Handlung kommen will, in seinen Zielbereich, dann darf er diesen Schritt nicht auslassen, sonst geht's schief. Da ist diese Reihenfolge auch wieder sehr spannend. Da hatte ich mal eine Seminarteilnehmerin, die hatte irgendwie erzählt, sie war vor Jahren bei einer Coach-Handlungstyp-Frau gewesen. Und die hatte ihr einfach gesagt, sie soll loslegen und anfangen. Die wollte auch im Bereich Coaching arbeiten. Sie soll einfach loslegen und machen. Und für sie als Beziehungstyp war das einfach das Falsche. Das hat sie in dem Moment auch gemerkt und hat es nicht gemacht. Weil ihr hat hier noch das Wissen gefehlt, die Selbsterkenntnis. Sie hat hier erst noch in diesem Bereich unterwegs sein müssen, bevor sie in die Handlung kommen konnte. Das heißt, da ist es auch sehr spannend, im Coaching zu gucken, wo steht der Coachee und in welche Richtung braucht er jetzt gerade einen Anstoß. Also für mich ist es da gar nicht mehr wegzudenken. Okay. Ja, ich habe jetzt hier einige detaillierte Fragen. Ich bleibe vielleicht einfach nach dem Webinar noch hier und dann kann ich auf die Detailfragen einfach noch antworten. Dann mache ich jetzt erstmal weiter. Oh, wir haben noch gar nicht mehr so viel Zeit. So, dann kommen wir hier zu den typischen Fallen und Problemen der drei Typen. Es ist spannend, um die bei sich selber zu erkennen und natürlich aber auch im Coaching, wenn man jemanden vor sich sitzen hat, zu gucken, wo steckt der gerade, in welcher Falle und wie kann ich den da rausholen. Also da ist die Psychografie unglaublich spannend. Und die Art und Weise, wie sich die drei Typen ihre Probleme machen, ist eigentlich immer die gleiche. Nämlich, dass der Weg in den Entwicklungsbereich blockiert ist. Dass die den Entwicklungsbereich zu wenig machen. Dass der Beziehungstyp zum Beispiel so sehr hier im Fühlen und im Du ist, sich in den anderen hineinversetzt, mitfühlt, Verständnis hat, Rücksicht nimmt, tolerant ist und dabei aber sich und seine eigenen Bedürfnisse, seine Grenzen aus den Augen verliert und nicht aufzeigt. Also diese Thematik, sich abgrenzen zu können, das ist ein ganz großes Beziehungstyp-Thema. Hatte ich jetzt auch gerade im Coaching letztens eine Beziehungstyp-Frau genau mit diesem Thema, da ist ihre Grenzen aufzeigen zu können. Da haben wir dann eine ganze Reihe an Change Histories gemacht mit Situationen, wo sie diese Grenzen aufzeigen möchte und wo sie sozusagen hier das Ich nicht aus den Augen verlieren möchte. Also das ist hier ein typisches Beziehungsthema, Beziehungstyp-Thema so rum. Erkenntnistyp, der versinkt hier im Denken, Nachdenken, Ausarbeiten bis in die Perfektion und verpasst den Schritt in die Handlung. Da hat mir ein Erkenntnistyp-Freund eine nette Geschichte dazu erzählt von seiner früheren Band. Also er hat in einer Band gespielt, die waren auch sehr erfolgreich, haben viele Live-Auftritte gehabt und dann wollten sie ein Album entwickeln und haben an diesem Album im Erkenntnistyp-Stil ewig, 1 bis 2 Jahre waren es, glaube ich, irgendwie rumgeschrieben, verbessert, noch irgendwie verändert, noch besser gemacht. Und was ist passiert? Sie haben sich getrennt, die Band ist auseinandergegangen, bevor dieses Album hier überhaupt veröffentlicht wurde. Das heißt, im Endeffekt sind sie in die Erkenntnistyp-Falle gelaufen, hier einfach den Moment des Handelns verpasst. Ich weiß jetzt in dem Fall nicht, ob die anderen Bandmitglieder auch Erkenntnistypen waren. Ja, war es auf jeden Fall, aber dieses Beispiel ist die typische Erkenntnistypfalle. Und Handlungstypen, die machen, tun, funktionieren und die können in die Falle laufen, dass sie dabei ihre Gefühle abstellen und einfach sich nicht mehr Zeit nehmen, um auch mal zu entspannen und in der Gegenwart zu sein. Das ist das klassische Problem, in das Handlungstypen laufen. So, jetzt haben wir die Probleme. Jetzt geht es natürlich auch darum, wie kommt man da raus? Es liegt natürlich auf der Hand. Also es ist ja
ist offensichtlich, dass der Entwicklungsbereich natürlich irgendwie gestärkt werden muss. Das heißt, natürlich ist es sinnvoll, den Coachee oder sich selber auch irgendwie in den Entwicklungsbereich, in diesen zweiten Bereich, der gerade fehlt, sich da zu stärken. Da gibt es aber einen Trick, der das Ganze viel einfacher macht. Nämlich, dass ich den Persönlichkeitsbereich aktiviere und dann in den Entwicklungsbereich gehe. Das klingt jetzt wieder sehr theoretisch. Ich mache es konkret an den Typen fest. Mein Beziehungstyp könnte das sowas sein, wie dass ich ihm sage, fühl mal in dich rein. Also hier, Beziehungstypstärke fühlen. Fühl mal in dich rein, was für dich jetzt das Richtige ist, was du jetzt willst. Das heißt, ich aktiviere seine Stärken, seine Ressourcen im Persönlichkeitsbereich und führe ihn dann in den Erkenntnisbereich und stärke den, weil der ist ja gerade der Bereich, der zu kurz kommt. Beim Erkenntnistyp könnte das Folgendes sein. Dem könnte man sagen, denk mal nach, also hier Erkenntnistyp-Qualität, denk mal nach, was du tun könntest. Ich aktiviere hier seine Stärken und dann leite ich ihn damit in den Handlungsbereich. Und beim Handlungstyp könnte es sowas sein, wie, dass ich ihm sage, was könntest du tun, um dich zu entspannen? Und das ist super interessant. Das kann ich als Beziehungstyp nicht nachvollziehen, aber ich habe mehrere Handlungstyp-Freundinnen. Eine hat mir jetzt gerade letztens am Wochenende erzählt, dass sie irgendwie das ganze Wochenende im Garten gearbeitet hat und Unkraut gejätet hat. Und das war für sie pure Entspannung. Also bei der Anstrengung, bei der Handlung konnte sie entspannen und in der Gegenwart sein und einfach mal abschalten. Und eine andere Handlungstyp-Freundin von mir, die macht Ashtanga-Yoga. Das ist, glaube ich, so ungefähr die anstrengendste Yoga-Form, die es gibt. Also wirklich sehr anstrengend. Und für sie bringt sie das hier in die Entspannung, in die Gegenwart, ins Loslassen. Also das ist hier Handlungstyp. Was könntest du tun, um dich zu entspannen? Das ist sozusagen das Rezept, wie ich den Entwicklungsbereich stärken kann, wenn jemand in so einer Falle drin steckt oder auch wenn ich selber drin stecke. Also ich kann mir auch diese Frage als Beziehungstyp zum Beispiel selber stellen, dass ich erstmal mich reinfühle und dann gucke, was ist das Richtige für mich. Friedman hat aufbauend auf dieser Idee auch seine Coaching-Methode entwickelt. Also er ordnet auch den drei Bereichen nochmal drei ganz verschiedene Methoden zu, weil man in allen drei Bereichen anders arbeitet. Das ist ILP, gehe ich jetzt aber hier nicht näher drauf ein, ist aber auch sehr spannend. So, ich gucke jetzt nochmal ganz kurz auf den Chat und die Fragen. 64. Gut, und die Zeit, eine Viertelstunde, das passt doch super. So, die drei Typen im Stress. Ja, das habe ich noch mit reingenommen, weil ich finde, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt hier in diesem Modell, weil wir, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass ihr euch viel mit NLP schon beschäftigt habt oder mit persönlicher Entwicklung, dass ihr euch dafür interessiert. Und Menschen, die in diese Richtung viel machen oder auch Menschen, die schon viel Lebenserfahrung haben, den sieht man halt oft gar nicht mehr so an, welcher Typ sie sind, weil sie einfach schon viel hier rumgegangen sind. Aber es gibt trotzdem immer noch einen Punkt, wo der Grundtyp stark rauskommt und das ist im Stress. Also wenn man im Stress ist, könnte man sagen, kapselt man sich ganz gerne so in seinen eigenen Bereich ab. Beim Beziehungstyp sieht es so aus, dass der ja so in seinen Emotionen versinkt und es nicht mehr schafft, irgendwie einen klaren Gedanke zu fassen und es dann ganz einfach mal von außen zu betrachten. Der Erkenntnistyp, der versinkt hier im Grübeln und Nachdenken und macht gar nichts mehr. Und der Handlungstyp, der macht und tut, und in den Worten von der Handlungstyp-Freundin von mir, der funktioniert einfach. Also das sind die Stressreaktionen. Das heißt, wenn ihr immer noch unsicher seid, wo ihr euch seht, dann könnt ihr euch da auch nochmal überlegen, wie das bei euch ist. Ich setze jetzt auch noch eins drauf, weil wenn die Typen eben
noch größeren Stress sind, also im riesengroßen Stress, dann passiert Folgendes, dass sie nicht nur einfach, jetzt am Beziehungstyp-Beispiel, Beziehungstyp ist in seinen Emotionen, denkt nicht mehr nach, denkt keinen klaren Gedanken mehr, geht aber in den Handlungsbereich. Das heißt, aus seinen Emotionen heraus überspringt er den Bereich und man könnte es als ein kopfloses Handeln bezeichnen. Was beim Beziehungstyp wirklich auch gefährlich werden kann. Bei den anderen Typen ist es nicht ganz so gefährlich, weil der Erkenntnistyp denkt und grübelt, macht gar nichts mehr und fühlt sich einfach schlecht. Und der Handlungstyp, der macht und tut und funktioniert, stellt die Gefühle ab und grübelt übers Leben nach. Also das sind die Stressreaktionen. So, ich gucke noch mal ganz kurz hier in den Chat und in die Fragen. Wenn der Handlungstyp anfängt zu grübeln, dann ist gute Nacht. Ja, ich hatte jetzt im letzten Seminar eine Handlungstypfrau, die hat dann erzählt, wenn sie im vollen Stress ist, dann geht sie spazieren und sie weiß nicht mal mehr, ob sie rechts oder links abbiegen soll und dreht total durch. Also das war ihre Variante der Stressreaktion. Der Zielbereich, die dritte Ecke. Genau, also der Zielbereich, auf den gehe ich jetzt hier nicht näher ein. Ich habe vorhin schon ein paar Sätze, glaube ich, zu gesagt. Das ist der dritte Bereich, der Beziehungstyp, den Zielbereich Handlung. Handlungstyp hat den Zielbereich Erkenntnis. Beziehungstyp hat den Zielbereich, Entschuldigung, Handlungstyp, nee, Kenntnistyp hat den Zielbereich in Beziehung, so rum. So, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz auf die F- und A-Fragen. Ich glaube, die seht ihr gar nicht. Okay, gut, dann komme ich jetzt zum letzten Punkt. So, wir waren jetzt bei den Problemen, Fallen und dem Stress. Damit will ich nicht aufhören. Ich will jetzt noch auf die Entwicklung und die Schlüsselfähigkeiten eingehen, weil das ist was ganz Tolles, finde ich, was Friedman da beschreibt. Weil wir entwickeln uns ja weiter. Also wir gehen ja in unseren Entwicklungsbereich und auch irgendwann in den Zielbereich. Und da entstehen ganz tolle Sachen daraus. Beim Beziehungstyp ist das Folgendes. Wenn der Beziehungstyp hier viel im Erkenntnisbereich unterwegs ist, dann nimmt er seine Qualitäten hier aus dem Beziehungsbereich mit. Also es ist, man könnte es als ein menschliches Denken formulieren. Da ist Vera F. Birkenwiel für mich das beste Beispiel. Also vielleicht kennen die ja einige von euch. Von ihr gibt es ganz viele Vorträge auf YouTube. Ihr großes Thema ist gehirngerechtes Lernen. Und was sie super kann, ist, dass sie Wissen hier aus dem Erkenntnisbereich, sie hat zum Beispiel auch einen Vortrag über Quantenphysik gemacht, dass sie hier Themen aus diesem Bereich auf eine sehr menschliche Art vermittelt, sodass jeder Laie zuhört und Spaß dran hat. Also ich habe mir diesen Quantenphysik-Vortrag auch mal angehört. Das ist unglaublich. Die hat echt die Gabe, das auf eine menschliche und für jeden verständlich, menschliche Art und für jeden verständlich zu erklären. Also hier die Stärke, die Schlüsselfähigkeit vom Beziehungstyp, der im Erkenntnisbereich unterwegs ist. Der Erkenntnistyp, wenn der in seinen Entwicklungsbereich geht, in die Handlung, dann ist das ein sehr durchdachtes Handeln. Also wenn der handelt, dann steckt da auch wirklich Gehirnschmalz dahinter. Das ist dann gut durchdacht und nicht so wie die Handlungstyp-Logik. Also wenn Handlungstypen, die legen einfach los, machen irgendwas und wenn es nicht funktioniert, machen sie halt was anderes. Das ist eine ganz andere Logik. Wenn der Erkenntnistyp handelt, dann steckt da was dahinter, dann ist das gut durchdacht. Und wenn der Handlungstyp in den Beziehungsbereich geht, dann entsteht auch was sehr Schönes. nämlich, ich bezeichne es gerne als eine aktive Herzlichkeit. Also es ist nicht nur so ein, ich hab dich lieb wie beim Beziehungstyp, sondern der tut was, um dir seine Zuneigung auszudrücken.
Das ist auch oft so eine fürsorgliche Art, so vielleicht fast eine mütterliche Fürsorge, eine große Hilfsbereitschaft haben die auch oft. Oder die bringen dir was mit. Also das ist typische Handlungstyp-Qualität oder Schlüsselfähigkeit in den Worten von Friedman. Also wenn man in den Entwicklungsbereich geht, nimmt man die eigenen Stärken mit. So, gibt es jetzt noch irgendwelche Fragen? Ja, Birkenbier, spannende Frau. Ja, leider lebt sie nicht mehr. Sehr schade, finde ich auch. Weil die hat sich irgendwie auch das zum Ziel gesetzt, dieses Wissen menschlich zu vermitteln und hat immer wieder sich Themen genommen, von denen sie gar keine Ahnung hatte und hat sich da schlau gemacht und das dann auf eine ganz tolle Art und Weise vermittelt und einen Vortrag darüber gehalten. So, noch Fragen hier. Wie gesagt, auf die detaillierteren Fragen gehe ich jetzt gleich noch ein. Ich gehe jetzt aber noch mal vorher, oder kommt noch was? Da kommt jetzt die Frage, auf die ich gerade eingehen wollte. Wenn man das Thema vertiefen möchte, dann habe ich die nächste Folie hier für euch. So, wenn ihr jetzt auch Blut geleckt habt zur Psychografie, dann könnt ihr im Webinar von Ralf da noch mehr drüber erfahren. Das ist am 18. August. Da macht Ralf was zu Beziehungsspielen im Psychografie-Dreieck. Ah, das habe ich noch gar nicht gesagt. Was natürlich sehr spannend ist, wo wir jetzt gar nicht darauf eingegangen sind, aus Zeitgründen, sind Beziehungen in diesem Dreieck. Also was wir im Seminar dann auch immer machen, ist, dass wir die aufstellen und uns angucken, Beziehungstyp und Erkenntnistyp. Was mögen die einander? Und das noch Spannendere ist, wo sind die typischen Konfliktpunkte? Also wo ist das typische Reibungspotenzial? Weil das sind auch ganz klassische Muster. Und dann natürlich auch, was hat die Psychografie da für Anregungen, um da wieder rauszukommen, um diese Konflikte, um diese typischen psychografischen Konflikte zu lösen. So, also Webinar von Ralf. Es gibt auch, glaube ich, Aufzeichnungen von den letzten Webinaren über Psychografie, da könnt ihr auch reinschauen. Und dann gibt es natürlich meine Bildungswoche, also mein Seminar zu der Psychografie. Das mache ich regelmäßig hier in Berlin. Das sind 5 Tage. Das nächste ist jetzt im Oktober. Also es sind 5 Tage unter der Woche, Montag bis Freitag. Das ist ein Bildungsurlaub, den kann man sich anerkennen lassen. Und da geht es wirklich 1 bis 2 Tage nur um Psychografie. Und dann machen wir das Spannende, dass wir das mit NLP-Inhalten verknüpfen. Also wir schauen uns zum Beispiel die Typen auf der Werteebene an, mit Werteaufstellungen und reflektieren unsere eigenen Werte mit den psychografischen Bereichen. Und dann, es geht ja um Kommunikation, ihr seht ja hier der Titel gelungene Kommunikation, dann schauen wir uns auch die Metaprogramme an, die Wahrnehmungsfilter. Wie kann ich mit einem Erkenntnistypen kommunizieren, wie kann ich den erreichen und wie mit einem Handlungstypen zum Beispiel. Und ich gehe einfach mal auf die Seite hier auch. Oh, ups. Und dann machen wir nämlich auch noch ein paar... So, ich glaube, ihr seht mich einen großen Moment. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Ah doch, ich wollte das hier machen. Ich wollte euch die Seite zeigen von der Bildungswoche. Da habt ihr nochmal ein Video, ein kurzes von mir, aber ihr kennt mich ja jetzt auch mittlerweile schon. Und hier habt ihr die Inhalte zur Bildungswoche. Also das, was ich euch gerade erzählt habe. Plus es sind auch noch ein paar Basis NLP-Grundlagen dabei. Es geht aber hauptsächlich um die Psychografie. Die läuft bei den NLP-Techniken, die wir machen, dann auch im Hintergrund die ganze Zeit mit zum Reflektieren sozusagen. Ist auch für mich im Endeffekt überhaupt nicht mehr wegzudenken. So, ich muss jetzt noch einmal zurück stoppen. Zur Präsentation. Die letzte Variante nämlich, um mehr zu Psychografie zu erfahren, ist nämlich im Newsletter. Ich schicke euch, glaube ich, die Links auch gleich noch in den Chat, dann könnt ihr da auch draufklicken.
Also der Newsletter, den schreibt normalerweise der Ralf. Jeden Samstag wird der verschickt. Immer ein kleines NLP-Info-Häppchen. Ich mache jetzt gerade die Urlaubsvertretung und ich habe jetzt einen Newsletter über Psychografie geschrieben und die nächsten zwei Samstage kommt nochmal was zur Psychografie von mir und dann übernimmt Ralf wieder und er schreibt zu NLP-Modeling ganz verschiedene Themen, immer einen kleinen Wissenstext und natürlich findet ihr auch die aktuellen Webinare und Seminare dann unten im Newsletter. Moment, ich kann jetzt hier den Link auch nochmal kopieren und in den Chat stellen. Auch hier von meiner Bildungswoche. Also ich freue mich sehr, wenn ich jemanden von euch wiedersehe und ich euer Interesse für Psychografie geweckt habe. Ah, das habe ich noch vergessen. Der Preissprung ist nächste Woche. Das heißt, wenn ihr Lust habt, euch anzumelden, dann macht das am besten noch in der nächsten Woche, weil dann da gilt noch der Frühbucherpreis. Oh, schön. Ich freue mich, Marco. Sehr schön, ich freue mich auch schon drauf. Schön. So, und jetzt auch nochmal den Link zum Webinar von Ralf. Dann habt ihr alle hier auch im Chat. Das ist ja wirklich eine unglaubliche Punktlandung, die ich da gemacht habe. Gibt es noch irgendwelche Fragen, vielleicht auch hier zu den weiteren Webinaren, Seminaren, irgendwie zur Psychografie? Dann geht gerne jetzt noch für die, die jetzt gehen wollen, den sage ich schon mal Tschüss. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und dass ihr euch für die Psychografie interessiert und war sehr schön. Dankeschön, danke. Ich sehe die Links im Chat nicht. Kann mir jemand Feedback geben, ob die Links ankamen im Chat? Danke, Dagmar. Keine Links. Oh, ich habe diese Einstellung nicht vorgenommen, die ich am Anfang euch allen empfohlen habe. Ich bin ja auch lustig hier. So, jetzt nochmal. Ich habe sie nur an mich selber verschickt. Okay, jetzt nochmal. So, jetzt kamen sie. Super. Schön. So, jetzt gehe ich nochmal auf die Fragen ein. Wochenendwebinare. Wochenendveranstaltungen gibt es zu dem Thema noch nicht, gibt es aber eventuell in Zukunft. Einfach auf der Landsiedelseite ab und zu mal drauf gucken. Ich werde eventuell auch mal am Wochenende was machen dazu. Eine Online-Version der Bildungswoche. Online-Version der Bildungswoche eher unwahrscheinlich, aber eventuell, vielleicht auch wenn ich hier gutes Feedback und Wünsche bekomme, werde ich eventuell öfter online hier was zur Psychografie starten. Vielleicht auch interaktiver, also gebt mir gerne Anregungen, vielleicht auch mit Übungen, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Deswegen freue ich mich über euer Feedback. Das funktioniert leider nicht so wie auf EduDip, dass man einfach einen Kommentar hinterlassen habt. Wenn nicht, schreibt einfach gerne eine Mail an Landsiedel. Ich gehe auch mal mit denen nochmal in Kontakt, wie das funktioniert. Freue mich aber natürlich über Feedback von euch. Okay. So, das klingt ja gut. Schön. Sehr gerne auch online. Ja, ist auf jeden Fall in Planung, kann ich euch sagen. Entweder mit Videos oder auch als Online-Seminare. Das ist schön von euch zu hören, danke. Okay, dann klicke ich mich jetzt nochmal hier durch die Fragen. Also hier, ich lese es jetzt einfach mal vor. Ich glaube, das ist okay. Ah, schön, Mike, du hast deinen Typ rausgefunden. Was ist es denn, wenn ich fragen darf? Ich kenne dich ja. Ich erinnere mich an dich. Handlungen. Okay, spannend, cool. Kann ich mir gut vorstellen.
Der Landsiedel-Link führt auf eine 404-Seite. Das wundert mich jetzt immer. Moment, dann probiere ich das nochmal. Also bei mir funktioniert der Landsiedel-Link. Ich hoffe, bei euch auch. Link klappt. Okay, super. So, ja, ich verabschiede mich jetzt von allen, die gehen möchten. Ich gehe jetzt einfach mal, lese die Fragen aus dem Chat mal vor und gucke, was ich darauf antworten kann. Also hier schreibt einer, ich bin Erkenntnistyp, glaube ich, und bei mir ist es so, dass ich mich nicht so sehr in die Handlung gezogen fühle. Es zieht mich eher dahin, dass ich keine Woche ohne Bücher lesen auskomme. Ist das gerade bei Erkenntnistypen so typisch? Also meine Interpretation wäre da, dass du eventuell Erkenntnistyp bist und gerade einfach wirklich viel in deinem Persönlichkeitsbereich bist, was sehr typisch ist. Kann sein, dass der Sog in den Handlungsbereich irgendwie in einer anderen Phase bei dir auftritt. Die andere Variante ist, dass du Beziehungstyp bist, der ganz stark in den Erkenntnisbereich sich gezogen fühlt. Das wäre jetzt meine spontane Interpretation dazu. So. Ich lebe in der Vergangenheit und handle ständig für die Zukunft. Jedoch sagt ein gemeinsamer Bekannter, dass ich ein Beziehungstyp bin. Was ist nun richtig? Da kann ich leider nicht so viel zu sagen, weil ich dich nicht kenne. Da würde ich einfach... Ja, also ich finde es immer sehr spannend zu hören, was andere Leute über einen sagen. Ich habe auch mal meine Freunde gefragt, was meine Stärken sind, weil die Fremdwahrnehmung doch oft die von der eigenen abweicht und die mehr die Stärken sehen. Deswegen würde ich einfach dir raten, einfach noch ein bisschen entweder weitere Freunde zu fragen oder auch einfach noch ein bisschen dich selbst zu beobachten. Gibt es schon einen Termin für den Bildungsurlaub? Ja, den gibt es sogar schon. Fällt mir gerade ein. Der steht nur noch nicht online. Moment, wenn du noch ganz kurz da bist, dann schreibe ich ihn in den Chat. Der 25. bis 29. Januar 2021. Werde ich mal an Landsiedel weitergeben, dass die das auch freischalten. So, okay, dann mache ich nochmal weiter mit den Fragen. Ja, gerne. Ah, da kam die gleiche Frage nochmal von Germain. Also das hört sich sehr stark wirklich nach Erkenntnistyp an. Ja, ich würde einfach nochmal verschiedene Freunde vielleicht fragen. Thema vertiefen. Hallo Michael. Ja, ich glaube, hier sind sonst auch keine konkreten Fragen mehr. Ja, vielen Dank. Ich freue mich über euer Feedback. Danke, hat mir auch sehr Spaß gemacht. Ja, die Liste gibt es. Ich habe jetzt auch einen Artikel geschrieben über Psychografie, der müsste irgendwann demnächst auf der Landsiedel-Seite auch zu finden sein. Da ist so eine Tabelle mit den Eigenschaften dabei. Ihr könnt natürlich Psychografie auch googeln. Es gibt von Friedmann und von einem von seinen Schülern auch im Internet einiges. Es gibt ein Buch, das kann ich vielleicht auch gleich noch reinstellen. Und wie gesagt, ich hoffe, bei naher Zukunft schaffe ich es, diesen Artikel fertig zu schreiben. Und dann gibt es auch auf Landsiedel einen Überblick zu dem Modell und
die Tabelle mit den Eigenschaften. Ich schreibe einfach mal den Titel des Buchs in den Chat. Wobei, mir fällt er jetzt gar nicht ein. Du kommst ins Handeln. Kann der Bildungsurlaub auch für Hessen anerkannt werden? Puh, das kann ich dir leider gar nicht sagen, Jessica. Bin ich mir nicht sicher. Da würde ich dich bitten, dass du einfach an Landsiedel eine Mail schreibst oder einmal kurz anrufst. Die können dir das auf jeden Fall schnell sagen. Das weiß ich jetzt leider gar nicht. So, jetzt noch das Buch. So, das hier ist das beste Buch über das Modell. Den Bildungsurlaub macht ihr dann zu zweit? Das verstehe ich jetzt leider nicht, die Frage. Den mache ich. Genau, ausfüllen. So, ich glaube jetzt, das habe ich auch alle Fragen beantwortet. Okay, ja, dann auch an die, die restlichen, die überblieben sind. Schön, dass ihr da wart und bis bald. Schönen Abend wünsche ich euch. Tschüss.